Ich hatte mal ein spannendes Gespräch mit den Geschäftsführern eines Computerspieleherstellers. Ein erfolgreiches Unternehmen, das deswegen erfolgreich war, weil die Spiele, Computerspiele sehr gut angekommen sind bei den Spielern. Und gleichzeitig beklagten sich die Geschäftsführer darüber, dass die Mitarbeiter aus ihrer Sicht nicht mehr das gleiche Engagement zeigen wie noch zur Start-up-Zeit. So im Laufe des Gespräches sind wir auf folgendes Thema gekommen. Sie berichteten, dass Sie natürlich mit dem Wachstum des Unternehmens auch Strukturen verändert haben. Dort ist es beispielsweise so, dass Sie Produktmanager eingeführt haben für jedes Spiel. Und der Produktmanager wiederum hat Teamleiter unter sich, der die einzelnen Entwicklerteams führt. Es sind also zwei Hierarchien eben dazugekommen. Und während wir so darüber sprechen, sagt dann plötzlich einer der Geschäftsführer: Wenn ich mir das so recht überlege, dann haben wir durch den Aufbau dieser Hierarchien ja selbst dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen können oder wir haben ihnen die Verantwortung entzogen. Denn früher hatten wir diese Führungskräfte nicht. Und dieser Gedanke, dass die eigene Position eigentlich dazu beiträgt, dass Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen, die ist nicht leicht zu akzeptieren. Weil das ist ja die Identität von Führungskräften und auch so, wie sie ihre Rolle verstehen, nämlich die Verantwortung zu tragen. Wenn man also jetzt die Verantwortungsübernahme im Team stärken möchte, dann ist das der Hebel. Also die Identität von Führungskräften neu zu denken. Sie nicht mehr in der Rolle zu sehen, dass sie das Team steuern müssen, sondern sich zu überlegen, welche Freiraum brauchen die Mitarbeiter in ihren Teams, die sie selber mit Verantwortung füllen können. Das bedeutet natürlich auch, dass Führungskräfte zurücktreten müssen. Und das ist ein zentraler Gedanke, wenn man darüber nachdenkt, wirkliche Verantwortungsübernahme im Team zu stärken.